So, was ich hier trinke, ist ein San Miguel Bier. Ja, ist natürlich jetzt, wo ich eh schon immer ein bisschen müder bin, jetzt natürlich auch so eine Sache. Naja, Bier macht ja eh müde, gell? Wisst ihr auch, ne? So, wo sind jetzt hier die hellgrauen Teppiche? Da tun wir die hellgrauen Teppiche mal hier so als Arbeitsplatte da drauf. Guck mal, das sieht doch gleich arbeitsplattenmäßig aus. Einen haben wir noch. Machen wir das mal weg. Dann gehen wir dahin. Hier könnte man noch ein Waschbecken, fehlt mir noch, ein Waschbecken hinmachen. So, und dann eine irgendwas von wegen ein Klone. Ich habe gerade überlegt, was sind das für Pflanzen? Ein Klo. Nein, wollen wir nicht haben. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, das passt überall hin. So, und dann hier vielleicht noch. Das passt auch überall hin. Hier noch Fackeln hin. Und dann, ja, vielleicht sagen wir da oben noch hin. Dann haben wir die Gemälde erstmal fertig. Würde eigentlich auch passen, weil mir jetzt ein bisschen zu klein. Okay, das passt dahin. Das haben wir hier schon mal. Ist ja auch egal. So, damit haben wir die Küche soweit fertig. Fehlt nur noch da so ein Waschbecken hin mit Herrn. Wie mache ich eigentlich einen Hebel? War das Cleanstone? Cleanstone und Stock, ne? Oder war das Koppel und Stock? Ne, wir können es ja ausprobieren. Also, Stöckchen mit Cobblestone. Aber Stöckchen haben wir hier noch. Nehmen wir mal mit Bruchstan. Tatsächlich ist ein Hebel, war so, und dann brauchen wir noch so einen Eimer, nicht so einen Kessel als Waschbecken. Vielleicht doch noch einen Eimer, damit wir den dann auch füllen können. Können wir auch das Waschbecken im Bad füllen? Und dann haben wir im Prinzip die Küche auch eingerichtet. Das war ja nur schon ewig und lange geplant und immer wieder vergessen. Nicht verschoben, sondern schlichtweg vergessen. Soll ich einen Bluttest geben, indem man 30 Jahre im Voraus feststellen kann, ob man Alzheimer bekommen wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und aber ist ja auch schön, von der Küche direkt ins Bad, ins Schwimmbad. So, einmal Wasser. So, wunderbar. Und das gleiche fürs Bad. Prima. Ist ein ganz anderes Blau als das, ne? Irgendwie. So, was haben wir noch? Also, das ist unsere Küche, unsere große Küche mit Frühstücksplatz und Essplatz. Man könnte natürlich auch noch, ja, wenn ich jetzt wüsste, wie man einen Braustand macht, da muss ich mich mal erkundigen. Brauchen wir ja sowieso. Habe ich nicht irgendwo schon einen? Ich habe doch mal einen gemacht, oder nicht? Also, da muss ich jetzt mal gucken. Ich habe doch mal einen gemacht. Oder war das kein Braustand?
habe es ja mal gewusst. Ich habe jetzt in der anderen Serie, also Opa baut Minecraft, Gesundheit, da habe ich natürlich Baustände noch und noch verbraten, weil ich da ja auch das alles im Kreativmodus mache. Wo ist denn der Braustand? Nein, aber nicht. Kein Braustand hier. Guck, da habe ich auch grauen Teppich verwendet. Ich wollte, glaube ich, noch einen Braustand hinmachen. Okay, das ist gut. Wo ist jetzt der Ausgang? Ja. Alles mal wieder zurück. Ich glaube, wir können die Karte mal versuchen. Wir brauchen dazu ja Leder. Haben wir denn noch leere Blätter? Leeres Papier haben wir ja. Haben wir denn noch leere Karten? Papier. Also Papier und Leder, ne? War das, oder? Ist das nur Papier? Leder brauche ich, aber für den Rahmen brauche ich dann. So, haben wir denn hier noch Rahmen? Wir haben keine Rahmen mehr, siehst du? Katzchen, Setzling, Eisentür. Warum stehst du da drin? Die Eisentüren sind doch hier unter Erzen. Ach ne, das sind die Eisentüren. Naja, ist egal, die packen wir ja auch mal hin. Das waren die Eisengitter. Den Rasenabzug wollte ich noch machen. Okay, dann tun wir das mal wieder weg. Hellgrauer Farbstoff, dann Birkenholz, hellgraue Wolle, Birkenholz. So, und ich bin schon wieder müde, es ist klar, es ist nicht zu fassen. Dann haben wir hier Eichenholz und das polierte Diorit brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn wir das mit Steinziegeln machen, reichen da 5, ja, das reicht alle mal. So, hier haben wir das ganze andere Kram drin. Prismarin, wo habe ich denn das her? Achso, aus unserer anderen Welt, genau. Das haben wir in der anderen Welt abgebaut. Prismarin. Roter Sand. Lowstone? Komm mal her, du kommst dahin, wo du immer reingehörst. Hier, das kommt halt davon, wenn man die dann irgendwo anders hin sortiert und dann weiß man nachher nicht mehr, was man hat. Nicht wahr? Nein, noch nicht. Ich könnte ja auch mal auf die Uhr gucken da. Wofür habe ich sie denn hier? So. Den Eimer wollten wir wegtun. Die Petersilie. So, draußen wird gebellt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört nachher. Petersilie mal weg. So, wie mache ich denn diesen Abzug, diesen Fasenabzug? Den habe ich doch bei mir zu Hause auch verbaut. In meiner Küche, ja. Gucken wir mal, wie das da aussieht in der Küche. Jetzt hört ihr den aber, oder? Das ist ja schon ziemlich deutlich. So. Küche. Noch ein höher. Also da haben wir, das haben wir ganz anders gemacht. Siehst du, wir haben den so gebaut.
Ich wollte den jetzt aber ganz anders bauen. Machen wir das auch mal ganz anders. Legen wir uns dann erstmal dahin. Oder legen wir uns mal wieder hier rein. Das Haus, da waren wir auch schon ewig nicht mehr gewesen. Haben hier schon lange nicht mehr. Hier haben wir auch eine schöne Küche gebaut. Ja, auch mit den grauen Dingern. Und hier ist ein Eisschrank ganz anderer Art. Ja. So ist das Bett hier.